Discussit Digital. Mein Name ist Sven, ich bin von Discussit und ich erkläre euch heute ein bisschen etwas zu der horizontalen Gewaltenteilung. So Schlagzeilen, wie wir sie jetzt gerade eingeblendet haben, sind euch sicher auch schon begegnet. Seit dem 16. März hat der Bundesrat die außerordentliche Lage ausgerufen und mit dem hat sich sehr vieles verändert. Ihr habt das vielleicht persönlich gemerkt als Schülerinnen und Schüler, weil ihr keinen Präsenzunterricht mehr habt oder weil ihr euch mit maximal 5 Personen gleichzeitig treffen dürfen. Ich verfolge immer die Pressekonferenzen vom Bundesrat, was mich interessiert, wie es weitergeht. Und dort habe ich festgestellt, dass der Bundesrat auf einmal ganz viele neue Kompetenzen hat und viel mehr Macht als früher. Was das für unser politisches System bedeutet und vielleicht was das für Risiken oder Gefahren kann mit sich bringen, das schauen wir jetzt in diesem Video miteinander an. Zuerst möchte ich aber zwei, drei Sachen sagen zu der Gewaltenteilung. Die Gewaltenteilung ist eigentlich dazu da, dass man die Macht im Staat nicht nur auf jemanden, also nicht nur auf eine Institution oder eine Person beschränkt, sondern die ein bisschen verteilt, sich die verschiedenen Institutionen können gegenseitig kontrollieren und auf die Hände schauen. In unserem System ist das so, dass wir 3 Gewalten haben. Wir haben die Legislative, die Exekutive und die Judikative. Die Legislative auf Bundesebene wäre jetzt bei uns das Parlament, also der National- und der Ständerat. Die schreiben eigentlich unsere Gesetze. Und die Gesetze werden dann angewendet von unserem Bundesrat, also unserer Exekutive, den 7 Mitgliedern vom Bundesrat und den entsprechenden Bundesämtern. Dann gibt es noch die Judikative und auf der nationalen Ebene wäre das jetzt das Bundesgericht. Man kann sich also den Begriff Gewaltenteilung unter dem vorstellen, den ich jetzt gerade erklärt habe. Und horizontale Gewaltenteilung heisst eigentlich nichts anderes, als dass die 3 Institutionen eigentlich nebeneinander stehen und einander gegenseitig kontrollieren, dass niemand seine Macht missbraucht. In einer Demokratie ist es ja eigentlich das Ziel, dass möglichst viele Leute mitreden können. Bei uns in der Schweiz ist es so, dass das Parlament immer schaut, was die Regierung macht. Und auch mitentscheiden und teilweise sogar das Volk und die einzelnen Kantone dürfen mitreden und mitbestimmen. Es ist also so, dass wir eigentlich wollen, dass alle etwas zu sagen haben. In einer Krisensituation, wie wir sie jetzt haben, mit dem Coronavirus, ist das aber nicht immer der beste Weg. Weil da müssen wir schauen, dass unsere Regierung schnell reagieren kann. Und für das gibt es eben so Verfassungsstrukturen, die in der Regierung erlauben, in so außerordentlichen Zeiten wie jetzt, selber viel Kompetenzen an sich zu nehmen. Im Epidemiegesetz ist verankert, dass der Bundesrat eben die außerordentliche Lage ausrufen und somit viel mehr Macht und Entscheidungsfähigkeit hat. Das heisst, er kann ohne Zustimmung von den anderen Institutionen sehr viel mehr machen und entscheiden. Er kann also quasi im Notrecht regieren, umgangssprachlich gesagt. Die Notverordnungen, die er dann erlässt, die müssen aber immer bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Erstens müssen die zeitlich begrenzt sein. Sie brauchen also wie ein Ablaufdatum, damit er nicht ewig lang die Macht kann an sich nehmen kann. Zudem müssen die ganzen Verordnungen auch verhältnismäßig sein und sie müssen zweckgebunden sein. Seit dem 17. März sind unsere Parlamentarierinnen und Parlamentarier nicht mehr so am Arbeiten wie vorher. Weil der Bundesrat sehr viel mehr Kompetenzen hat und auch
die Frühlingssession abgebrochen wurde, sind sie nicht mehr gleich unterwegs wie vorher. Das heisst, der Bundesrat regiert seither mit viel mehr Macht und eben ohne direkte Kontrolle vom Parlament. Erst am 4. Mai gibt es wieder eine außerordentliche Session vom Parlament, allerdings nicht im Bundeshaus, wegen der Social Distancing-Regeln von diesen 2 Meter Abstand, findet die dann in der Berner Expo-Halle statt. Dort werden dann allerdings nur mehr dringende Geschäfte beraten, also primär Sachen, die mit der Corona-Krise zu tun haben. Ich würde jetzt weiterleiten zu unserer Diskussion. Hallo zusammen, ich bin Philipp und ich hoffe sehr, dass ihr alle, wo zu Hause sitzt, gesund und munter seid und euch noch nicht die Decke auf den Kopf gefallen ist. Wie ihr eben im Video von Sven bereits gehört habt, wollen wir heute ein wenig über die aktuelle Corona-Situation diskutieren und vor allen Dingen, was es bedeutet, dass so viel Macht momentan bei der Exekutiven in der Schweiz konzentriert ist, nämlich im Bundesrat. Und ich freue mich sehr, dass wir zu diesem Zweck 2 hochrangige bzw. sehr prominente Gäste heute bei uns haben. Nämlich auf der einen Seite der aktuelle Ständeratspräsident Hans Stöckli von der SP und auf der anderen Seite SVP-Nationalrat Andreas Glarner. Herzlich willkommen, meine beiden Herren, und ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen, heute hier bei uns zu sein. Wir haben ja Zeit. Wir haben Zeit. Oder auch nicht. Zum Ersten. Natürlich ist es so aktuell, dass durch den Abbruch der Frühlingssession alle Parlamentarierinnen und Parlamentarier mehr oder weniger in den Zwangsurlaub geschickt worden sind. Herr Stöckli, vermissen Sie Bern bereits? Beziehungsweise das Bundeshaus? Ja, wir haben selbstverständlich in den Büros weitergearbeitet und dementsprechend ist für mich dieser Abbruch kein Mangel an Kontakten mit dem Bundeshaus. Im Übrigen haben wir ja über die Videokonferenzen fast täglich Sitzungen. Okay. Und wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Glarner? Fernweh nach Bern? Ja, ein bisschen natürlich nach dem schönen Haus, aber ich habe ja nebenzu noch so eine Firma und somit genug anderes zu tun, weil er jetzt nur gerade im Bundeshaus rumsitzen. Okay, wunderbar. Das heißt, ich sehe, Ihnen fällt noch nicht die Decke auf den Kopf. Herr Glarner, ich würde gerne mit Ihnen anfangen und zwar zur ersten Frage. Aktuell ist es so, und das haben wir eben im Video auch schon gesehen, dass momentan in der Schweiz sehr viel Macht bei der Exekutiven konzentriert ist, das heißt beim Bundesrat. Man könnte auch sagen, die Stunde des Bundesrats hat geschlagen. Bereits am 7. April konnte man aber auch im Blick bereits lesen, dass der SVP-Bundesrat Uli Murer entmachten möchte, beziehungsweise mehr Mitspracherecht in der aktuellen Corona-Krise fordert. Sieht die SVP also eine Gefahr in der aktuellen Machtkonzentration beim Bundesrat? Und wenn ja, warum? Ja gut, also wir haben eine Notlage und in einer Notlage ist es angesagt, dass die Exekutive entsprechend führen darf. Sie hat das bis jetzt mit Augenmaß gemacht und auch nicht irgendwie in irgendeinem Bereich betrieben. Jetzt haben wir einfach langsam das Gefühl, sie haben nicht mehr ganz im Griff, wo es um die Lockerung geht, was sie machen. Also ich kann wirklich einfach die Mühe nachzuvollziehen, dass zum Beispiel das Tattoo-Studio offen haben darf, aber eine Autowäscheanlage nicht und ähnliche Absurditäten. Also jetzt meint die, verlieren sie langsam den Boden von der Realität. Aber ich habe nicht Angst, dass der Bundesrat jetzt das missbraucht. Gar nicht. Das ist einfach höchstens falsch beraten. Keine Angst vor Missbrauch, aber eine gewisse Planlosigkeit, die man aus der ganzen Geschichte vielleicht herauskommen will. Herr Stöckli, sehen Sie das ähnlich? Sehen Sie Probleme bei der aktuellen Machtkonzentration beim Bundesrat? Also Krisenzeiten sind Regierungszeiten und die Verfassung gibt dem Bundesrat die Verpflichtung und das Recht, Notverordnungen zu lassen. Er hat das vielfach gemacht, er hat auch mehrere Verordnungen nochmal revidiert. Aber ich habe sofort nach dieser ausserordentlichen Lage klar festgehalten, dass selbstverständlich auch das Parlament in der Verantwortung ist. Wir haben genau die gleichen Rechte, genau die gleichen Pflichten, konkurrierend zum Bundesrat, parallel. Und ich habe sofort alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass das Parlament in der Lage ist, die Aufgabe wahrzunehmen. Wir haben nach dem Abbruch von der Session, die wir aus gesundheitspolitischen Gründen haben müssen machen, sofort organisiert, dass die Kommissionen eingeschränkt, aber immerhin wieder ihre Aufgabe wahrnehmen können, damit dass wir auch eine ausserordentliche Session, die es braucht, durchführen. Und ich bin froh, dass der Glarner heute die Qualität der Arbeit mit Ausnahme vom Ausstiegsszenario vom Bundesrat lobt. Ich bin einfach ein bisschen amüsiert, dass ausgerechnet die SVP sich vehement dagegen gewehrt hat, dass wir eine ausserordentliche Session durchführen. Und jetzt sind sie die Ersten,
die verlangen, dass man dort eine Remedur schafft bei der Verordnung vom Bundesrat. Ist das, Herr Glaner, ist dieser Punkt, dass man sagt, dass Sie sagen, das Parlament hätte sich früher treffen müssen? Nein, überhaupt nicht. Nein, also wissen Sie, wir werden nicht einfach Sachen absagen, die schon entschieden sind, wo das Geld schon ausgegeben ist. Ich muss das Spiel so umkehren, geschätzter Herr Ständeratspräsident. Das ist deine Fakultät, die unbedingt Kommissionssitzungen will, die unbedingt die Sondersession will. Und wir wissen ja spätestens seit gestern auch, warum Links-Grün will Sitzungsgelder kassieren. Also ich meine, man kann dem Bundesrat jetzt auch Tipps geben und sagen, wo er muss durchgehen, ohne dass man eine Session abhält. Der wird sich während der Session von nichts abbringen lassen, selbstverständlich. Dass die Session 1,5 Millionen kostet und dass noch viel, viel mehr Geld ausgegeben wird. Wie am letzten Freitag die Kommissionssitzung 2,1 Milliarden Franken in einer Viertelstunde durchgewunken worden sind. So werden wir mit dem Geld umgehen während der Sondersession. Also die Sondersession eine finanzielle Bürde, Herr Stöckli, Sie präsidieren Sie präsidieren ja in diesem Jahr den Ständerat. Ja. Es ist ein klein peinlich, wenn man jetzt die ganze Frage kommt. Es ist kein peinlich, wenn man die Frage von der Entschädigung aufhypet. Es ist eine Falschmeldung. Es gibt niemanden, der den Antrag gestellt hat, man solle Entschädigungen zahlen auf nicht abgehaltene Sitzungen. Das ist ein Fantasiegebilde vom Blick. Er bleibt ein gutes Geheimnis. Aber das Parlament muss auch in einer Notsituation die Überwachungsaufgabe als oberste Instanz in diesem Staat übernehmen. Und es ist ja richtig, wenn das Parlament jetzt, nachdem das alle Fragen sind geprüft worden, wieder zusammenkommt und die parlamentarische Arbeit in unserem Land ist bescheiden, was die Kostenfrage anbelangt. Also wir müssen sagen... Herr Glaner, welche Rolle sehen Sie denn aktuell dann im Parlament? Was kann das Parlament tun im Moment? Ja, also Ob die Sondersession teuer ist oder nicht? Ja, solange das Notrecht gilt, können wir eigentlich nicht sehr viel machen, weil die Beschlüsse abwinken, die man schon kann. Wir können sie erweitern, das wird euch nicht passieren, dass man, ich weiß nicht, wer noch alles in Genuss soll kommen von Staatsleistungen. Und die beste Leistung wäre eigentlich, den Lockdown zu beenden, immer im Rahmen von uns vorgeschlagenen Abstufung natürlich, dass man also jetzt zuerst die Schulkinder wieder in die Schule gehen lässt, dass man wirklich mit Vorsicht und auch da mit Augenmaß die Öffnungen erlaubt und auch bereit ist, halt wieder zurückzugehen, wenn es schlimmer würde. Also man kann ja nicht einfach jetzt alles wieder freigeben, aber massiv mehr, weil er das jetzt angedenkt ist und es versteht einfach gewisse Sachen niemand. Und darum ist es wichtig, wenn das Parlament zusammenkäme, dass es eigentlich eher so Sachen würde beschliessen. Das würde die Wirtschaft am besten tun. Also, Herr Glaner, ich würd gerne noch eine Sekunde mehr darauf verwenden, zu schauen, was diese Maßnahmen des Bundesrats auch mit der Demokratie allgemein in der Schweiz weiterhin machen. Davon abgesehen, dass sehr viel Macht beim Bundesrat konzentriert ist. Und zwar ist es ja auch so, dass als Teil der Maßnahmen des Bundesrats die Volksabstimmung vom 17. Mai verschoben worden ist. Ist das gemäß Ihrer Ansicht richtig? Oder wird damit die Demokratie in der Schweiz, die ja von diesem Element der Volksabstimmung extrem lebt, ausgehöhlt? Nein, ich glaube, das ist vernünftig gewesen. Das hat man meines Erachtens gut entschieden. Es ist nichts so Dringendes dabei, wo unbedingt jetzt muss das Volk entschieden haben, wo man nicht könnte in 2, 3, 4, 5 Monaten auch entscheiden. Also von dem her habe ich keine Mühe damit, dass man das ausgesetzt hat. Herr Stöckli, Ihre Meinung dazu? Das ist absolut richtig. Demokratie braucht Auseinandersetzung. Und die Auseinandersetzung findet heute nicht in den Formen statt, wo wir uns gewöhnt sind. Dementsprechend ist es richtig, dass man es verschoben hat. Aber es ist klar, dass das Parlament seine Aufgabe wahrnehmen muss und eigentlich der Bundesrat, und das machen wir haben diese Woche eine Zusammenkunft mit dem Bundesrat, und wir ihn auffordern, uns zu erklären, wie dass man die Notverordnungen ablösen, weil die sind ja zeitlich befristet. Er hat nur 6 Monate Zeit und die 6 Monate sind im September abgelaufen. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir wieder in normalen Zustand kommen. Einerseits, was die Aufhebung der Massnahmen, die beschneidend sind, betrifft. Und andererseits, was die Überführung der Normen, die jetzt in die Notverordnungsform erlassen wurden, betrifft, über normale Gesetzgebung oder auch als Notverordnungen vom Parlament. Aber bis jetzt hat der Bundesrat eine gute Leistung gemacht. Und es ist richtig, es gibt in Teilen hier eine Teil Meinung, die der Glaner gemacht hat. Es gibt jetzt in der Exit-Strategie Fragen, die noch wirklich vom Bundesrat geklärt werden müssen und die aus meiner Sicht noch
bisschen verfeinert und verbessert werden, ohne dass man jetzt da insgesamt die Leistung vom Bundesrat tut, die Frage stellt. Wollen Sie dazu noch kurz abschließend was ergänzen, Herr Glarner? Nein, ist für mich so, genau wie es der Herr Stöckli sagt, eben, jetzt müssen wir halt anfangen, Fragen stellen. Und aber ich habe auch dem Bundesrat direkt gesagt, bei einem kürzlichen Treffen, jetzt gilt es, seine Arbeit zu loben, weil sie haben es, wie gesagt, mit Augenmaß, mit sehr guter Kommunikation, allem gemacht. Aber die Manöverkritik, die kommt hinten rein, die kommt aber nach dem Manöver oder nach dem Krieg. Also die ist dann angesagt und da gilt es sicher einen Haufen aufzuarbeiten. Das heißt, Diskussionspotenzial bleibt garantiert. Vor diesem Hintergrund, Herr Stöckli, was erhoffen Sie sich von der außerordentlichen Session am 4. Mai in der Berner Expo, außer vielleicht ein bisschen mehr Platz links und rechts von sich? Also, es ist ja einmalig in der Geschichte von unserem Land, dass sowohl der Bundesrat in dieser Form das letzte Mal zu Beginn des Zweiten Weltkriegs gemacht hat, aus so einer Session zu verlangen, aber gleichzeitig das erste Mal überhaupt, dass eine Mehrheit vom Ständerat die verlangt. Und in dieser Session wird es darum gehen, die erste Manöverkritik können zu machen, Veränderungen vorzunehmen in Bereichen, die einem nicht passen. Das ist jetzt bereits voll im Gang. Und dementsprechend auch am Bundesrat eigentlich zum Ausdruck zu geben, dass er den Job gut gemacht hat und dass wir jetzt Anforderungen haben, Erwartungen haben, die wir ihm Gelegenheit geben, die zu erfüllen. Das ist übrigens auch der Geist von allen Kommissionen her, wo man sagt, bevor dass wir selber aktiv werden, wollen wir dem Bundesrat die Möglichkeit geben, die nötigen Verfeinerungen, Präzisierungen vorzunehmen. Also Herr Glarner, die Chance quasi am 4. Mai Feinarbeit zu leisten, beziehungsweise zu justieren und auch kritische Fragen zu stellen? Ja gut, das wird eine Gelegenheit sein. Die andere wird leider auf das rauslaufen, dass ein Haufen mehr Geld fließen wird. Sie werden es erleben. Nein, ich meine, alle schauen für ihre Klientel und wir wären nicht entgangen, dass beispielsweise die Gastronomie grosse Erwartungen hat in die Sondersession für gewisse Erleichterungen, sei es steuerlicher, sei es finanzieller Hinsicht. Und andere Kreise haben das auch. Und ich denke, das gehört in Demokratie. Wir müssen aber aufpassen. Die Handlungsfähigkeit vom Bundesrat darf durch uns nicht eingeschränkt werden. Genau. Und die Rechtssicherheit in unserem Land darf nicht ohne Not jetzt durch unsere Interventionen in Frage gestellt werden. Einverstanden. Einverstanden. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Meine Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Erscheinen heute, für die Diskussion. Ich wünsche Ihnen natürlich beste Gesundheit für die kommenden Wochen und alles Gute. Ganz herzlichen Dank. Und was ist deine Meinung zu der momentanen Situation mit der Gewaltenteilung und der Macht vom Bundesrat? Sag es uns doch in den Kommentaren zu dem Video. Und am besten folgst du uns auch auf Twitter, Instagram und Facebook, damit du das nächste Video nicht verpasst.